ich wieder ein Croissant essen. Ich liebe Croissants. Wie, keine Wurst heute? Menno. Anna, in 3 Wochen ist dein Geburtstag. So langsam sollten wir deine Geburtstagsfeier planen. Weißt du denn schon, was du machen willst und wen du einladen möchtest? Ja, ich weiß. Ich möchte gerne zum Paintball. Was? Wirklich? Ja, das wird bestimmt mega. Mit Farbe auf andere schießen? Ich weiß nicht. Doch bitte, ich habe da so ein Video drüber gesehen. Das war voll lustig. Also, ich finde die Idee gut. Na, von mir aus. Ich rufe da gleich mal an. Dann müssten wir nur noch die Einladungskarten verschicken. Brauchen wir nicht. Ich schicke per Handy jedem eine Einladung. Das geht natürlich auch. 3 Wochen später. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Anna. Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Anna. Ja, alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg in der Schule. Danke. Puste die Kerzen aus und wünsch dir was. Und jetzt musst du die Geschenke auspacken. Welches Geschenk mache ich als erstes auf? Das große hebe ich mir zum Schluss auf. Mach mein Geschenk als erstes auf. Welches denn? Das hier? Ja, das habe ich von meinem Taschengeld gekauft. Oh, das ist aber lieb von dir, Greta. Oh, eine riesen Milka-Schokolade mit Keks. Danke, Greta, das ist meine Lieblingsschokolade. Bitte. Jetzt das hier. Ich bin gespannt, was es ist. Oh, wow, eine neue Wasserflasche mit meinem Namen drauf. Die ist toll, danke schön. Schön, dass sie dir gefällt. Das ist bestimmt ein Buch. Oh, cool, ein Buch für Mädchen. Das Buch ist toll, hier sind ganz lustige Sachen drin. Danke. Jetzt das. Das ist eine schöne Schachtel. Ich bin so gespannt. Oh, wie cool. Diese Handyhülle habe ich mir schon so lange gewünscht. Danke, Mama. Und was ist mit mir? Vielleicht habe ich sie ausgesucht. Hä? Danke, Papa. Die ist toll. Und jetzt das Letzte. Oh, wie schön. Ein Nike-Rucksack. Der ist mega cool. Danke, Mama. Danke, Papa. Und wie findet ihr ihn? Sehr cool. Alles Gute zum Geburtstag, Anna. Ja, auch von mir alles Gute. Alles Gute, Anna. Dankeschön. Cool, dass ihr alle gekommen seid. Na, Logo kommen wir, wenn du Geburtstag hast. Und dann machst du auch noch ein Mega-Event. Paintball, das wollte ich schon immer mal machen. Freut mich, dass es euch gefällt. Aber Chan fehlt noch. Wir können noch einen kleinen Moment warten. Er kommt bestimmt gleich. Greta und ich gehen dann mal in die Stadt ein Eis essen oder so. Mach das. 15 Minuten später. Ich glaube, Chan kommt nicht mehr. Wir können auch nicht mehr länger warten, unsere Zeit läuft bereits. Aber wir sind zu 5, wir können keine 2 Mannschaften bilden. Na klar, ich mach auch mit, dann geht es auf. Du? Ja, wieso nicht? Glaub nicht, dass dein alter Vater das nicht schafft. Das habe ich nicht gesagt, dann wird deine Mannschaft aber verlieren, das ist dir schon klar. Wie kommst du darauf, dass wir verlieren? Vielleicht verliert ihr? Das werden wir dann sehen. Dann los, lasst uns anfangen. Folgende Regeln gilt es zu befolgen. Erstens, die ersten 2 Minuten sind dafür da, euch richtig zu platzieren. Danach ertönt ein Signal und es geht los. Cool, dass wir in einem Team sind. Ja, das ist cool. Zweitens, wer 3-mal getroffen ist, ist disqualifiziert und muss auf die Bank. Drittens, Kopfschüsse sind verboten, auch wenn ihr einen Helm tragt. Und viertens, es gewinnt das Team, dessen Spieler als letztes übrig bleibt. Und die Zeit läuft. Psst, hey Anna. Ja? Wir müssen sie einkesseln. Ich gehe dahin. Und? Und wir dorthin. Genau, dann können wir sie von 2 Seiten abschießen. Guter Plan. Ich klettere auf den Container, da habe ich eine gute Übersicht. Hier kriegt mich keiner so schnell. Ich muss meine Deckung aufgeben, um an die ranzukommen. Los, kommt raus. Geschafft und weiter. Daneben. Wo versteckt ihr euch? Ah, da sehe ich einen Rothelm. Er schießt auf mich. Na, warte. Daneben. Mist. Mila, wir müssen meinen Vater aus seinem Versteck locken. Einer von uns muss ganz schnell an ihm vorbeilaufen. Okay, ich kann gerne den Lockvogel spielen. Ich bin schnell. Super, und ich schleiche mich in der Zeit an ihn ran. Mist, die entwischt mir. Nicht getroffen, das gibt's doch nicht. Papa? Ja, Anna? Hasta la vista, Baby.
Nein, es heißt Hasta la vista, Baby. Oh nein, den eigenen Vater, wie kannst du nur? Ah, das ist einer von den Roten. Oh nein, Mann! Da steht ja Robert. Getroffen! Hey, wo kommst du denn her? Den Herrn Jansen schnappe ich mir. Und Schuss, Treffer. Hey, wer war das? Jetzt habe ich schon 2 Schuss abbekommen. Mann. Oh nein, ich wurde getroffen. Ich muss mich verstecken. Oh, puh, kein Gegner. Nein, setz dich schnell hin. Ich wurde schon 2-mal getroffen. Ich auch. Kurz verschnaufen, dann müssen wir angreifen. Oh, wen haben wir denn da? Treffer versenkt. Oh nee, nicht schon wieder. Jetzt bin ich raus. Und 2-mal hat mich meine eigene Tochter getroffen. Das ist hart. Wirklich, wirklich hart. Da waren es nur noch 2. Dass ich jetzt so früh rausgeflogen bin, das gibt's doch gar nicht. Daneben. Anna. Ja? Robert ist da hinten. Und Schuss. Oh Mann, ich bin raus. Treffer, da war es nur noch einer. Das war's für dich, Hanna. Oh nein, ich bin raus. Juhu, wir haben gewonnen. Team Rot, ich gratuliere, ihr habt haushoch gewonnen. Team Grün, ihr müsst noch etwas üben. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch allen viel Spaß gemacht hat. Ja, das war mega cool. Ich fand's auch super, auch wenn ich so früh raus war. Ich fand's auch gut, auch wenn ich ganz schön beschossen wurde. Vor allem von der eigenen Tochter. Ja, sie kann sehr gut zielen, alle Achtung. Das habe ich gemerkt. Peter, wie siehst du denn aus? Du hast ja überall Farbkleckse. Na Bello, warum guckst du mich denn so komisch an? Ich war heute Paintball spielen. Ach, und da hast du wahrscheinlich einiges abbekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht, kostenlos zu abonnieren. Tschüss!